Der Inklusionspreis der Lebenshilfe Österreich ist heuer zum dritten Mal vergeben worden. Aus knapp 50 eingereichten Projekten hat der Verein Bizeps überzeugen können und den Förderpreis gewonnen. Nun ist der Preis im Studio 44 der österreichischen Lotterien überreicht worden. Rainer Kepplinger war für Sie mit dabei. Der Inklusionspreis besteht aus vielen verschiedenen Kategorien. So gibt es etwa Gewinnerinnen aus den Bundesländern, die für besondere Projekte ausgezeichnet werden. Die Lebenshilfe möchte Initiativen vor den Vorhang holen, die es fördern, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und mitten in der Gesellschaft leben können. Wir sehen noch immer große Defizite in der Barrierefreiheit oder in der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Viele Barrieren sind in den Köpfen. Das heißt, wir müssen einfach auch unsere Gedanken, unsere Sichtweisen, unsere Haltungen ändern und die von unseren Mitmenschen. Und deswegen ist es wichtig, dass es immer mehr Projekte, Vereine, Organisationen gibt, Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Einrichtungen, die sich auf den Weg machen. Den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis hat der Verein Bizeps erhalten. Bizeps überprüft Arztpraxen im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit und stellt diese Informationen online zur Verfügung. Und damit weiß dann jeder Mensch, jeder Patientin, jeder Patient, der weiß ja, was er braucht. Und so kann er sich einfach vorab informieren und sagen, okay, da kann ich jetzt hinkommen oder ich brauche vielleicht eine Person, mit der mir hilft über die Stufen oder ein Gebärdensprachdolmetscher. Knapp 50 Projekte sind für den Inklusionspreis eingereicht worden. Eine Auswahl zu treffen war dementsprechend schwierig. Da sieht man, wie unglaublich viel Kreativität, Wille, Engagement und Herzblut dabei ist. Und deswegen unterstützen wir diesen Preis unglaublich gerne. Seit 3 Jahren wird der Inklusionspreis in Kooperation mit den österreichischen Lotterien vergeben. Ziel der Inklusion ist es, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen nicht vom Leben anderer unterscheidet.